Was ist die optimale Beschaffungsmenge? Fragezeichen. Was ist die optimale Beschaffungsmenge? Nun, die optimale Beschaffungsmenge liegt, ich muss das mal so laienhaft ausdrücken, irgendwo in der Mitte. Die optimale Beschaffungsmenge liegt irgendwo in der Mitte zwischen einer sehr großen und sehr kleinen B-Beschaffungsmenge. Ja, irgendwo hier, ja, zwischen diesen beiden Extremen, wenn man das mal so als, das mal so kennzeichnen hier, dann liegt die irgendwo hier in der Mitte. Und zwar sollte es die Menge, es ist die Menge, Komma, bei der die Bestell- und Lagerkosten. Ja, wenn wir kleinere Mengen bestellen, dann haben wir höhere Bestellkosten, weil wir mehr bestellen. Wenn wir einmal nur bestellen, haben wir geringere Bestellkosten, weil wir eben einmal nur bestellen. Ja, und hier die Lagerkosten. Wenn wir nur sehr kleine Mengen bestellen, ist die Lage, sind die Lagerkosten geringer. Aber die Menge, bei der die Bestell- und Lagerkosten in der Summe, ja, in der Summe möglichst klein. Nochmal, die sind gegenläufig. Ja, also sehr große Bestellmenge führt zu geringen Bestell-, aber zu großen Lagerkosten. Und bei einer sehr kleinen Bestellmenge ist es genau umgekehrt. In der Summe müssen die Menge bei der, ja, bei der Bestell- und Lagerkosten in der Summe möglichst klein sind. Das ist die optimale Beschaffungsmenge. Und die liegt in der Tat irgendwo in der Mitte zwischen sehr groß und einer sehr kleinen Beschaffungsmenge. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.